Hallo Paulina, ich habe dir diese Aufgabe mal zugeschickt gehabt und jetzt kommt natürlich auch noch das Video dazu. Und es geht hier um das unbestimmte Integral von dieser Funktion. Anders als bei den anderen Aufgaben zu Partialbruchzerlegung ist hier gewesen, dass hier oben nur eine Zahl steht und man könnte jetzt auf die Idee kommen, dass man das so zerlegen kann, dass man das hinterher mit einer Vokabel lösen kann. Dem ist aber gar nicht so, deswegen werde ich das jetzt hier auch ganz schnell vergessen. Dieses hier ist ja im Prinzip schon, sieht ja schon so aus, wie wir haben einen Term mit x und einen Term mit x plus 7. Das sind ja beides schon lineare Terme. Das heißt, wir müssen hier eigentlich, können wir schon gleich sagen, x n1 des Nenners, also die Nullstelle, die erste Nullstelle des Nenners ist bei 0 und die zweite Nullstelle ist bei minus 7. Und dann fangen wir sofort an und sagen, okay, 5 durch x mal x plus 7 ist das gleiche wie a durch x minus 0, könnte man jetzt sagen. Man kann aber auch genauso gut a minus x schreiben. Ich schreibe nochmal einmal x minus 0 hin, damit wir das im Schema drin haben. Plus b durch x plus 7. Denn wenn wir die minus 7 hier einsetzen, also hier x minus 0, ist im Prinzip das x und x plus 7 ist das x plus 7. Wer hätte das gedacht? Dann wird auch diese Gleichung mit dem Hauptnenner multipliziert. Das ist ja der hier steht. Dann steht da auf der anderen Seite 5 ist gleich a mal x plus 7 plus b mal x. Denn x minus 0 ist ja der Linearfaktor, mit dem wir den zweiten Nenner hier auf der rechten Seite multiplizieren oder doch multiplizieren. Wir erweitern. Wir erweitern nicht. Erweitern wir oder erweitern wir nicht? Ja, genau das ist nämlich der Punkt. Hier ist es so, dass wir tatsächlich hinschreiben mal x plus 7. Das heißt, hier wird nicht der Zähler und der Nenner mit der gleichen Zahl multipliziert, sondern es wird einfach eine Äquivalenzumformung gemacht und zwar wird mit dem Hauptnenner multipliziert. Und dann ist tatsächlich erstens x gleich 0 einzusetzen und zweitens x gleich minus 7 einzusetzen. Das sind dann zwei Zeilen. Dann steht hier 5 ist gleich, wenn ich hier eine 0 einsetze, dann steht hier 7a. Und hier steht nischt. Plus b mal 0 ist nämlich nischt. Und dann kommen wir hier raus mit a gleich, weil wir teilen ja hier durch 7, a gleich 5 Siebtel. Das kann man dann hier oben einsetzen. Und das andere ist 5 gleich, wenn wir die minus 7 hier einsetzen. Naja, dann kommt hier 0 raus in der Klammer, dann fällt das a weg und hier bleibt dann gleich minus 7b. Und dann ist b gleich, wenn wir das Ganze durch minus 7 teilen, b gleich minus 5 Siebtel. Und das Ganze wird dann hier oben eingetragen für b und für a. Und dann nehmen wir natürlich hier für die Kurzschreibweise auch das x minus 0 da weg. Dann steht hier 5 Siebtel durch x. Und hier steht minus 5 Siebtel durch x plus 7. Und damit haben wir den Partialbruch fertig. Das bedeutet so viel wie, dass wir diesen Teil, im Prinzip die Aufgabenstellung, umschreiben können als 5 Siebtel durch x plus minus 5 Siebtel durch x plus 7. Natürlich in Klammern und dx immer noch. Und jetzt wollen wir tatsächlich davon die Stammfunktion bilden. Und diese Stammfunktion lässt sich dann relativ einfach bilden, denn das hier können wir umschreiben als 5 Siebtel mal x hoch minus 1. Natürlich hier auch wieder Klammern. Und das andere ist minus 5 Siebtel mal in Klammern x plus 7 hoch minus 1. dx. Und daraus können wir natürlich dann jetzt mit der Potenz und also mit den Basisregeln im Prinzip der Stammfunktionierung können wir dann hier x hoch minus 1 heißt ja immer ln, ne, wahr? Als Stammfunktion. Das heißt, hier steht dann 5 Siebtel ist der Faktor, der davor steht, mal ln von x. Denn x hoch minus 1 ist das Einzige, was hier hoch minus 1 steht, das x. Und hier drüben steht dann minus 5 Siebtel. Ist auch wieder der Faktor mal ln von x plus 7. Und jetzt teilen wir normalerweise ja auch noch diesen Term hier durch
Hier steht der Koeffizient von dem x. Ja, das hier ist ein Linearfaktor. Deswegen können wir das hiermit auch machen tatsächlich. X plus 7. Und es steht da ein x plus 7. Wenn da 2x plus 7 gestanden hätte, dann hätten wir normalerweise noch durch die 2 teilen müssen. Ja? Hier kommt noch ein plus c hinten dran. Das ist wichtig. Hier steht aber eigentlich immer, ne, ein ganz normales x, wenn wir die Partialbruchzerlegung gemacht haben. Und das ist das, was wir hier im Prinzip auch ausnutzen. Ich freue mich schon auf Kommentare und wenn das jetzt gerade ein bisschen schläfrig rüberkam, liegt daran, dass es gerade 8 Uhr ist.